Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, in diesem wunderbaren Osterevangelium nach Johannes gibt es so viele Aspekte, die bedenkenswert wären. Aber wir wollen heute jenen merkwürdigen Schwebezustand herausgreifen, dass die Jünger nicht, Johannes erkennt ihn, aber die anderen wagen nicht, ihn zu fragen: Wer bist du? Und wir wollen uns ein wenig den tiefen Gedanken der Adrienne von Speyer zu diesem Umstand überlassen. Das ist eine christliche Situation, schreibt sie. Das ist eine christliche Situation. Man hat erkannt, aber man hat den Mut nicht, die Folgen der Erkenntnis entgegenzunehmen. Jeder Christ ist irgendwie so. Wir versuchen zu verschieben, indem wir den Herrn nicht fragen, sondern warten, bis er selbst redet. Wir lieben unser Gleichgewicht so, da wir denken, jede Festlegung durch den Herrn sei eine Störung unseres Zustandes. Durch sein voriges Wort hat der Herr etwas abgeschlossen. Jetzt sind es die Jünger, die nicht abschließen können, denn sie fühlen wohl, was bevorsteht. So ist es in den Berufungen. Man hat die Stimme des Herrn wohl einmal gehört, aber man möchte, dass sie sich klarer ausdrücke. Und bis dahin verhält man sich still, aus Angst, ernst genommen zu werden. Wie viele Berufe werden so überhört? Johannes kennt diese Angst nicht, weil er die Liebe hat, weil er seine Erkenntnis sofort weitergegeben hat. Jetzt sieht er die Angst in den anderen. Aber es ist nicht seine Aufgabe, es ihnen zu sagen. Er wartet dafür auf den Herrn, was ihn nicht hindert, festzustellen, dass es ihnen an Wagemut fehlt. Denn sie wussten, dass es der Herr ist. Sie sind im Zustand einer verborgenen Erkenntnis. Aber sie wollen ihr eigenes Wissen um seine Identität behalten, den Rahmen ihrer Erkenntnis selber abstecken. Sie hoffen, dass, wenn sie nicht fragen, wer er sei, dass sie aus ihm machen können, was sie verstehen, was sie gerne möchten. Dann brauchten sie nicht zu lernen, dass er der Christus ist, den sie nicht verstehen.